Darüber möchte ich sprechen mit Jan Fleischhauer, er ist Fokus-Kolumnist. Willkommen und guten Abend bei Welt, Herr Fleischhauer. Nun muss man ja nicht jede Einladung annehmen. Und natürlich gehört zum guten Ton, wenn man aus gut erzogenem Hause ist, eine Einladung auch mal dankend abzulehnen. Aber musste das ausgerechnet so sein? Gut, Herr Melnyk, der ukrainische Botschafter, ist ja bekannt dafür, dass er, sagen wir mal, sehr deutlich spricht, ne? Und ich glaube, jeden Abend macht er der Bundesregierung Vorhaltung, was sie aus seiner Sicht falsch macht. Ne? Also er benimmt sich sehr undiplomatisch. Und auch in diesem Fall, er bekam also die Einladung des Bundespräsidialamtes, an diesem Konzert für Frieden und Freiheit teilzunehmen. Und hat eben nicht nur abgelehnt, sondern hat das gleich öffentlich gemacht, ja. Und man merkte dann die Hektik im Bundespräsidialamt, also die neue Pressesprecherin, die von der Süddeutschen kommt, also hat dann versucht, das Ganze irgendwie die Wogen zu glätten. Aber mit Herrn Melnyk die Wogen zu glätten, ist sehr schwer. Herr Fleischhauer, mal abgesehen vom Ton, sind es ja auch die Inhalte. Jetzt hat Herr Melnyk getwittert, nur russische Solisten, keine Ukrainerinnen. Gestern hat er das gemacht, ein Affront. Sorry, ich bleibe fern. Und das ist ja sachlich und faktisch nicht richtig. Ja, also er hat darauf hingewiesen, dass die Solisten alle aus Russland stammen jedenfalls, wobei Herr Kissin, der Pianist, ich glaube, der war schon lange nicht mehr in Russland, der lebt überall auf der Welt. Ich glaube, es ging insgesamt darum, dass ihm natürlich dieses ganze Musizieren für den Frieden so ein bisschen gegen den Strich geht. Ja? Also das ist natürlich so eine typische Steinmeier-Idee. Wir bringen jetzt die Berliner Philharmoniker zusammen und setzen ein Zeichen. Und da fragt sich natürlich ein Botschafter von einem Land, das jeden Tag um seine Existenz kämpft, was soll denn das eigentlich für ein Zeichen sein? Liefert mir doch endlich mal die Panzer und die Waffen und die Flugzeuge, um die wir hier seit Monaten bitten. So. Und das Ganze hat auch eine Vorgeschichte. Also, wenn man ins Archiv steigt, dann merkt man, dass der erste, gerade mal der große Zusammenstoß zwischen Herrn Steinmeier und Melnyk ein Jahr zurückliegt. Da hat er nämlich Herr Steinmeier in einem Interview gesagt, wir Deutschen, also besonders Russland, wir schuldeten Russland gewissermaßen diese neue Gaspipeline Nord Stream 2, weil wir damals in die Sowjetunion eingefallen sind und das sei sozusagen Nord Stream 2 sei jetzt das große Friedensprojekt. Und da ist Herrn Melnyk zum ersten Mal also so richtig die Halsschlagader geschwollen und er hatte dem Herrn Steinmeier damals Geschichtsklitterung vorgeworfen. So, dass die beiden haben also eine längere Konflikthistorie. Herr Fleischhauer, wenn man Sie so hört, ist da tatsächlich Verständnis für diese Ablehnung des ukrainischen Botschafters? Versuchen Sie es trotzdem noch mal zu erklären, weil was haben russische, belarussische, französische Komponisten, was hat Hochkultur zu tun mit diesem Krieg? Zumal nicht alle Russen diesen Krieg unterstützen. Das müssen Sie noch mal erklären. Also erstmal hat Hochkultur gar nichts mit dem Krieg zu tun und wir können alle weiter Tchaikovsky und Puschkin hören, so wie wir lustig sind, ja. Aber wenn man das Ganze sozusagen aufmotzt zu einem Zeichen gegen den Krieg, da fangen dann schon meine Zweifel an, weil ich glaube nicht, dass Herr Putin sehr beeindruckt ist, wenn die Berliner Philharmoniker jetzt in so einer Art musikalischem Ringereien mit Komponisten aus der Ukraine, Belarussland und Russland Werke zusammen zur Aufführung bringen. So, sondern es geht im Augenblick, da ist Deutschland ja auch gefordert, um ganz handfeste Forderungen. Man kann dem ukrainischen Botschafter vorwerfen, dass er sich ein bisschen undankbar zeigt, was ja mal die praktische Hilfe aus Deutschland angeht. Das finde ich auch. Also wir sind ja erst am Anfang einer großen Flüchtlingswelle und alles, was wir im Augenblick sehen können, ist, dass die Deutschen ihren Teil tun, dass diese Leute, die zu uns kommen, vernünftig untergebracht werden. Also zum Beispiel in der Schule meines Sohnes sind heute zwei ukrainische Kinder in der Klasse erschienen. Da wurde gleich geguckt, spricht dort jemand Russisch, um dann sozusagen Schülerlotse zu sein für die so. Das ist praktische Hilfe. Aber ehrlich gesagt, diese wir Kulturschaffenden setzen ein Zeichen in die, senden ein Zeichen in die Welt, ja, zeigen Haltung. Davon habe ich nie was gehalten. Da geht es vor allen Dingen darum, dass sich die Künstler, die das tun, gut fühlen. Kann man so stehen lassen, muss man nicht. Deshalb frage ich noch mal nach. Und vielleicht war es auch gar nicht die Absicht des Bundespräsidialamtes, Herrn Putin zu beeindrucken, der sich ja von recht wenig beeindrucken lässt in diesen Tagen. Vielleicht war es einfach nur das Zeichen, dass dieser Krieg nicht von allen unterstützt wird und dass es darum geht, dass die Nationen auch in der Lage sind, friedlich miteinander
zu musizieren, also Belarussen, Ukrainer und Russen? Ja, aber genau das ist das, was Herr Melnyk aus meiner Sicht zu Recht sagt. Also wir sind hier mitten im Krieg und nun geht es nicht darum, dass wir gemeinsam zeigen, dass wir uns doch irgendwie lieb haben und gemeinsam musizieren. Nein, er hat gesagt, also Leute, versteht das mal. Ich habe im Augenblick keine Lust auf russische Musik. So, es ist auch eine, wenn man so will, eine gewisse Unsensibilität natürlich des Bundespräsidialamtes. Die kennen das so, dass die Botschafter alle wahnsinnig geschmeichelt sind, wenn sie vom Bundespräsidenten eingeladen werden. Da ist so ein Herr Melnyk aus anderem Holz geschnitzt. Und nochmal, hier hat jemand eingeladen, der Architekt ist, der nun krachend gescheiterten Russland-Politik der letzten 20, 30 Jahre und der bis vor wenigen Wochen noch alles dafür getan hat, dass zum Beispiel dieses Land, also unser Land, weiter abhängig wird und immer weiter abhängig gemacht wird von russischem Gas und Öl. So. Und sich sozusagen jetzt, ich hab bislang nicht die große Rede von Herrn Steinmeier gehört, der immerhin zweimal unser Außenminister war, ja, Kanzleramtschefs unter Gerhard Schröder, der all diese Verträge mit den Russen gemacht hat, eine Selbsterklärung dazu, genau zu dieser Politik und wo er sozusagen die falsche Abbiegung genommen hat. Jan Fleischhauer, danke für das Gespräch. Bitte.